Es ist der schlechteste Saisonstart für den FCB in der Ära Fink. Verlieren verboten, so lautete die Devise in Luzern. Chua Park feierte als Außenverteidiger seinen Einstand bei den Baslern. Und auch die Luzerner präsentierten ein neues Gesicht. Florian Steil vom FC Zürich verpflichtet, kam in der FCL Innenverteidigung für den gesperrten Abwehrchef Tomislav Pulic zum Zug. Beide Mannschaften brauchten eine Viertelstunde Anlaufzeit, dann aber wurde es interessant. Ziebung mit der Faustabwehr direkt in die Füße von Shaqiri. Shaqiri gegen Lustenberger, die erste umstrittene Szene der Partie. Lustenberger ließ sein Bein stehen, Shaqiri suchte sofort den Penaltypfiff. Shaqiri ging schon schnell zu Boden, aber Lustenberger hätte sich über einen Elfmeterentscheid nicht beklagen können. Dann ein Freistoß auf der Gegenseite. Renklis Knaller brachte FCB-Torwart Jan Sommer mächtig ins Rudern. Das Spiel hatte jetzt Fahrt aufgenommen. Gleich noch einmal das Heimteam. Hochstrasser, tolle Finte. Park und Kovac rennen sich über den Haufen. Winter mit viel Platz und Zeit und dann Ferreira mit der Führung für den FC Luzern. Das 1:0 in der 16. Minute unter gütiger Mithilfe der FCB-Verteidigung. Nelson Ferreira ließ sich erstmals in dieser Saison als Torschütze feiern. Zuschauer in der ausverkauften Arena hatten Spaß an einem Spiel, das jetzt viel Unterhaltung bot. Jakin sieht Hochstrasser. Hoppala, der Ball schon wieder im Netz. 5 Minuten nach der Führung erhöhte der FCL auf 2:0. Der Schuss von Xavier Hochstrasser von Chuho Park noch abgelenkt. Der Südkoreaner hatte einen unglücklichen Einstand im FCB-Dress. Unglücklich, ein gutes Stichwort. Thorsten Fink machte einen reichlich zerknitterten Eindruck. Der Meister kommt nicht auf Touren. In einer solchen Situation sind die Führungsspieler gefragt. Beispielsweise Alex Frey. Frey arbeitete viel, versuchte sich in Position zu bringen, aber große Gefahr ging von ihm nicht aus. Der FC Basel zweimal in Folge Super League Klassenprimus, jetzt aber droht der große Fehlstart. Steinhöfer. Frey verpasst, Streller steht goldrichtig, nur noch 1:2. Marco Streller mit dem wichtigen Anschlusstreffer für den FCB in der 36. Minute. Für Streller ging eine lange Leidenszeit zu Ende. 131 Tage hatte er in der Meisterschaft nicht mehr getroffen. Die dunkle Serie ist vorbei. Die erste Halbzeit aber war noch nicht vorbei. Wieder eine Standardsituation für die Luzerner. Und schon wieder Tor, das gibt es doch gar nicht. Es war allerdings viel Aufregung um nichts. Der Treffer zählte zu Recht nicht. Saar stand bei der Ballabgabe im Abseits. Es blieb bei der 2:1 Führung für den FCL. Thorsten Fink machte sich letzte Notizen vor dem Pausenpfiff. Und dann ging es zügig ab in die Katakomben. Es gab einiges zu besprechen. Trotz tropischen Temperaturen blieb das Tempo in der Partie erstaunlich hoch. Hakan Jakin sehr aktiv bei den Luzernern, Jakin auf der Suche nach seinem ersten Saisontreffer. Der FCL besaß in dieser Phase nach dem Seitenwechsel klare Vorteile. Das Heimteam erarbeitete sich ein Chancenplus, Adrian Winter vergab die nächste Möglichkeit zum 3:1. Die Basler kamen offensiv kaum noch zur Geltung. Jetzt spielte nur noch das Team von Murat Jakin. Nelson Ferreira mit dem Pfostenkopfball in der 62. Minute. Der FC Luzern besaß viele Möglichkeiten, den FCB vorzeitig zu distanzieren. So aber blieben die Gäste nach wie vor in Tuchfühlung mit dem Ausgleich. Pascal Schürt aus der Distanz. Mehr war für den Gästen nicht zu sehen. Der Meister sucht seine Form. Die Basler im Sturm harmlos, in der Defensive anfällig. Vor allem bei Standardsituationen. Nelson Ferreira mit der Entscheidung in der 71. Minute.
Das Stadion glich einem Tollhaus. Der FC Luzern verdiente sich diesen Erfolg. Der FCL war heute die bessere, aktivere, gefährlichere Mannschaft. Und Nelson Ferreira traf für das Heimteam gleich doppelt. Beim FCB gingen die Lichter aus. Benjamin Huckel kassierte innerhalb von 60 Sekunden zweimal eine gelbe Karte. Platzverweis, der unrühmliche Schlusspunkt aus Basler Sicht. Die Luzerner grüßen nach diesem 3:1-Sieg in der Tabelle ungeschlagen von Platz 1. Beim FC Basel aber rauchen nach dem miserablen Saisonstart. Ja, sicher, die Freude ist sicher riesig. Wir haben gewusst, Basel muss eine Reaktion zeigen. Wir haben von Anfang an Druck gemacht, wir haben die Chance ausgenutzt, die wir hatten. Und sicher eine gute Mannschaftsleistung absolviert. Ich glaube, dass der FC Luzern heute gezeigt hat, dass er Leidenschaft hatte, dass er unbedingt das Spiel gewinnen wollte. Das habe ich in den entscheidenden Momenten vielleicht vermisst bei meiner Mannschaft. Ja gut, die Mannschaft ist noch sehr jung und da kann noch sehr vieles passieren. Ja, aber es ist schon mal toll, dass wir so weggekommen sind. Ich denke, das ist nach wie vor ein FCB oder ein FCZ bereit, um die Mannschaft mitzumachen. Also, ja, da ist schön, dass man die Tabelle von oben anschauen kann. Wir beklagen uns sicher nicht, aber es ist noch lange die Mannschaft. Es tut uns mal leid vor uns selber und vor alle Zuschauer, dass es im Moment nicht läuft. Wenn man es ein paar andere Rezepte hätte, wie wir es besser machen könnten, dann wäre die Situation nicht so einfach, nicht so schwierig. Und von dem her versuchen wir alles, dass wir es im nächsten Spiel besser machen können, und es bleibt nichts anderes übrig.